Kunst interessiert in den 70er Jahren, wo es eigentlich nicht üblich war, figurativ zu arbeiten. Und seit meines Studiums in Hamburg war es eigentlich eher verpönt, sich damit zu befassen. Es war in so einer Schublade abgelegt, die fest verschlossen war und eigentlich auch nicht mehr aufgemacht werden sollte. Also mich haben immer beide Positionen interessiert, also auch die konkrete Kunst oder Minimalismus, wie von Ulrich Rückriem zum Beispiel oder Lawrence Wiener oder Donald Judd und Ähnlichen. In meinen Augen gehört das alles im Grunde zusammen. Also wenn ich jetzt eine Skulptur mache, gehe ich mit Raum um. Ich animiere den Betrachter, sich selbst zu erfahren im Zusammenhang mit der Skulptur im Raum. Ich will eigentlich keine bestimmte Aussage machen in dem Sinne, dass ich die Figur zum Überbringer einer Botschaft degradiere, sondern ihn sehr offen belasse und damit dem Betrachter eigentlich die Möglichkeit gebe, sich selber auch zu erfahren im Spiegel mit der Skulptur. Das Material Holz ist halt in dem Sinne für mich gut, weil es also ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht. Ich brauche nichts delegieren. Ich kann den Prozess von Anfang bis Ende selbst gestalten und es ist also recht unaufwendig und ist auch nicht so aufgeladen wie zum Beispiel Stein, der jetzt Ewigkeit transportiert, oder Bronze, die so doch relativ edel dann ist. Und also es ist so ein Moment der Freiheit, der mich eigentlich daran interessiert. Wenn ich jetzt ohne Modell arbeite, das würde bei jedem so gehen, dann passiert es automatisch, dass vielleicht bestimmte Ähnlichkeiten zum eigenen Selbst dann vorhanden sind. Das passiert einfach so. Diese Zusammenhänge zwischen dem Stamm und der Skulptur, die daraus erwächst, die machen natürlich auch einen wichtigen Bestandteil der Skulptur aus. Also auch wenn man jetzt bei den Skulpturen in der Galerie jetzt sieht, wie die Stämme unten noch ganz roh belassen sind und man sozusagen den Baum sieht und daraus dann die thematisieren natürlich so dieses Innen und Außen und was, also wenn man jetzt einen Stamm sieht, was da potenziell eigentlich an Skulpturen drinstecken könnte. Es gibt ja diesen einen Witz von dem Bildhauer, der gefragt wird von einem Besucher: Sagen Sie mal, ist es eigentlich schwierig, einen Löwen aus Marmor zu hauen, und der ihm antwortet: Nein, es ist total einfach, man muss nur alles weghauen, was nicht nach Löwe aussieht.